Hallo ihr Lieben, ich nehme euch heute mit auf den Weg, wieder ein Stückel in die Vergangenheit und gleichzeitig in den Aufbruch des neuen, kraftvollen, erwachenden Jahres. Schaut mal hier, da sind die ersten Frühlingsboten auf unserem Weg und wir sind hier auf weiter Flur unterwegs. Dieser Hügel, den wir da links sehen, das ist hier die höchste Erhebung, ich glaube 483 Meter waren es. Dieser Hügel, ob der so ganz natürlichen Ursprungs ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe im LiDAR-Scan dazu nichts weiter gefunden. Aber wir sind heute auf den Spuren, sag ich mal so, der allgemeinen Gesellschaftsgeschichte. Und gleichzeitig ist es auch ein Stück meiner eigenen Familienchronik. Und wir bewegen uns jetzt hier auf einer Flur zwischen Jahrsdorf, das ist da drüben, heute als Jahrsdorf bekannt, und hinter mir verschwindet gerade Pattersholz. Die Einheimischen werden sagen, ja, um Gottes Willen, was soll denn zwischen Jahrsdorf und Pattersholz großartig gewesen sein? Naja, da war der sogenannte Graue Hof. Man sagt, wahrscheinlich geht es zurück auf Krähenhof, denn tatsächlich haben sich auf diesen seltsam geformten Hügeln, da ist einer, da drüben ist noch einer, immer besonders viele Saatkrähen angesammelt. Und der Graue Hof, das war so eine Art Aussiedlerhof, aber nicht etwa ein unbedeutender, sondern der gehörte nicht hier ins Land Hilpoltstein, der gehörte hier nicht mit dazu, der gehörte einem der Jahrsdorfer Herren, dem Herrn Rieter, der hat in Jahrsdorf zwei Höfe besessen und war so um 1500 herum ein ganz wichtiger Mann, ein Kriegsherr in königlichen Diensten, in schwedischen Diensten, in englischen Diensten, und später war er der Kriegshauptmann von Nürnberg. Und dieser Herr Rieter, der besaß hier auch als erster nachweislich den Grauer Hof. Und der Grauer Hof, den gibt es nicht mehr. Wir schauen mal, was wir noch an Überresten finden. 1880 ist der endgültig geschleift worden, also alles zum Abriss freigegeben worden. Und meine Familie hat eben da, oder die Vorfahren meiner Familie, 5 Generationen lang gelebt als Schäfer von Königsgnaden, denn der Hof gehörte immer zu Nürnberg. Es war also Königsgut auch zu Zeiten, als Hilpoltstein an Nürnberg verpfändet war, galt dieser Hof als nicht verpfändbar, denn der gehörte schon den Nürnbergern, der Graue Hof. Und heute ist das hier eine große, weite Flur. Das war es damals nicht. Der Hof war groß, der hatte 167 Tagwerk. Kann man sich immer wenig drunter vorstellen. Ein Tagwerk hat ungefähr 3600 Quadratmeter. 167 Tagwerk, das sind ungefähr so knapp 57 Hektar und damit 0,57 Quadratkilometer. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele Menschen heute auf einem Quadratkilometer leben, dann ist das schon ein ganz schön großes Stück so. Und jetzt sind wir ungefähr, da vorne, wo dieser Hügel ist, da war der Hof gelegen. Da gehen wir jetzt mal hin. Also diese Baumallee da vorne, das war die Straße, der Weg zu dem Hof. Und von dem Hof dürfte man eigentlich nichts mehr sehen. Und warum ich euch das heute alles erzähle, ist, ich lese ja immer noch in dem Buch, also jetzt kann ich wieder lesen. Ich hatte leider Gottes mich zum zweiten Mal jetzt insgesamt mit Corona infiziert. Und das ist wirklich ein Virus, das für uns alte Menschen, ältere Menschen gemacht ist. Denn es ist so quer durch meinen Körper gewandert. Also der Kopf hat wehgetan. Die Schulter, die ich normal gar nicht spüre, von der ich aber weiß, dass sie nicht so ganz in Ordnung ist, hat geschmerzt.
Der Fuß hat wehgetan. Mal hatte ich Schnupfen, mal hatte ich Husten. Die Stimme war eine Woche lang komplett oder über eine Woche komplett weg. Heute ist Mittwoch. Seit Samstag vor einer Woche hatte ich eigentlich keine Stimme mehr. Es ist immer noch nicht ganz da. Ich hatte Durchfall, was ich ganz selten hatte. Ich musste mich übergeben. Nur Fieber habe ich eigentlich nur einen Tag lang gehabt, sonst nicht. Also es ist, ich habe stundenweise Schnupfen gehabt, dann wieder nicht mehr. Also eine verrückte Geschichte dieses Zeugs. Wünscht man niemandem und möchte man auch wirklich nicht allzu oft haben. Aber wenn man in einer Einrichtung arbeitet, dann ist halt die Gefahr da, dass man sich mit sowas ansteckt. Da war ich jetzt eine Woche krankgeschrieben und jetzt habe ich eine Woche Urlaub, weil ich ja gerade Geburtstag hatte und da habe ich mir eine Woche freigenommen und ja, und habe mich weiter intensiv damit, nicht nur, das geht mir nicht weniger um Ahnenforschung, das geht mir eigentlich, doch geht es mir schon auch, aber mir geht es vor allem darum, um Gesellschaftsbilder zu sehen und zu wissen, ja, warum gab es denn das, warum gab es denn diese Kriege, warum gab es denn diese Verfolgung bestimmter Berufe oder auch Hexenverfolgung, Werwolfverbrennungen. Und wenn man das so alles liest, was es damals alles gab und wie es dann dazu kam, dann ja, zieht man unwillkürlich Parallelen zu unserer jetzigen Zeit, auch einer Zeit, die von Denunziationen und Schuldzuweisungen geprägt ist. Und die Leute damals, die waren so arm, und ich habe hier gelesen in der Jahrsdorfer Chronik, die auch sich auf diesen Krähenhof, Drohhof bezieht, die Ereignisse, die man nachlesen kann, sind selten, ach, wir haben ein wunderbares Jahr gehabt, sondern Hungersnot, das Getreide ist gefault, plötzlich war im Sommer ein Wintereinbruch, es gab eine Viehseuche, und von all solchen Ereignissen, und da waren diese kleinen Leute, also die Bauersleute, ja immer direkt unmittelbar davon betroffen. Die reichen Leute auch und die Bürgersleute auch, aber die hatten ja eben die Möglichkeit, sich die Sachen zu holen. Die Reichen haben es sich einfach genommen. Die Grundbesitzer, die Herren aus Adel und Kirche, die haben einfach ihre Bediensteten losgeschickt in die Dörfer. Und da haben die dann in den Dörfern einfach Vieh zusammengetrieben und haben das dann zu ihrem Dienstherrn hingebracht. Die Bauern hatten dann eben nichts mehr, mussten schauen, wie sie rumkommen. Und ich lese euch nachher gleich aus diesem Buch vor. Also dann gab es ja diese Geschichten, wo Frauen erzählten, dass sie nachts an Banketten teilgenommen haben. Und man dachte viele Jahre lang, naja, das ist ihnen in den Mund gelegt worden, das haben die unter Folter so erzählt. Nee, das ist es nicht, sondern tatsächlich haben die sich mit Rauschmitteln, die die Natur bietet, betäubt. Also schaut mal diesen Hügel vor uns an, der ist doch nicht ganz koscher, der ist doch wie gemacht. Ja, jedenfalls haben die sich berauscht, denn tatsächlich bietet die Natur ganz, ganz viele Gewächse, die ja, zu Wahnvorstellungen führen, zu tiefem Schlaf mit starken Träumen führen. Das ist ja im Moment gerade wieder so in diese Ayahuasca, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Geschichte mit diesen Tränken und Pflänzchen aus Südamerika. Das machen ja ganz viele jetzt, die bei irgendwelchen Geistheilern daheim sind und so. Ja, und so war das damals eben auch schon, nur dass man die Sachen halt auch bei uns hier in der Natur findet, Alraune, Tollkirsche, viele, viele, die ganzen Nachtschattengewächse, Engelswurz und so weiter, diese ganzen Sachen sind uns zum Teil auch noch bekannt, dass man die für ja, solche Zwecke nutzen konnte. Und tatsächlich haben die Bauern sich das in die Brote reingebacken und sind vom Brot trunken geworden. Man hat es auch gezielt den Kindern gegeben, das muss man sich mal vorstellen, damit die Kinder geschlafen haben, tagsüber auch, und die Leute raus konnten und arbeiten konnten. Und all solche Sachen hat man da gemacht. Und in genau dieser Zeit spielt die Geschichte von dem
Bauerhof, der ist erstmals erwähnt, so um das Jahr 1500 herum, eben als Besitz des Herrn Rieter aus Nürnberg, der ja auch in Garsdorf zwei Höfe hatte. Und hier war eben auf dem Hof die Viehhalterei, die Schafhalterei und der Hof. Das galt deswegen als ein großer, reicher Besitz. Und auf der berühmten Vogelkarte 1604 ist er eingezeichnet. Ich werde sie hier euch einblenden. Drei Gebäude, also wahrscheinlich zwei Wohn- und ein Stallgebäude. Die Rupp sind hier offiziell 1704 ist der erste Rupp hier geboren worden, sagen die. Ich habe aber schon frühere Geburten hier gefunden. Und ausgestorben sind sie angeblich 1822, was auch nicht stimmt. Denn es gab keine männlichen Nachkommen mehr, die hier blieben. Wohl aber die älteste Tochter. Und die hat einen Herrn Bögel geheiratet, der dann den Hof zwei Generationen weitergeführt hat, bis er dann von da aus wieder über eine Tochter in die Familie Minderlein übergegangen ist, ehe er dann in den 1880er Jahren endgültig verlassen wurde und ja, aufging. So, jetzt sind wir da vorne, wo dieses Häuschen ist, da stand der Hof. Heute ist das hier alles kahl. Der Hof, direkt neben dem Hof war ein großer Wald. Also jetzt praktisch hier gerade vor uns auf der rechten Seite ist ein großer Wald eingezeichnet und dieser Wald ist schon als was Besonderes eingezeichnet. Und hier vorwärts lauter Weiher, die zum Teil auch noch existieren. Dem Hof selber gehörten vier dieser Weiher. Und ihr seht schon da, wo der Hof stand, das hat sich jetzt quasi dieses Gestrüppgewächs hier geholt. Es deutet wiederum, so wie es da wächst, darauf hin, dass hier Wasser gibt. Muss es ja auch gegeben haben, der Hof muss einen Brunnen gehabt haben, vielleicht auch eine Quelle. Ja, hier sind wir also auf dem Gebiet des Krähenhofes, der hier an der höchsten Stelle zwischen Jahrsdorf und Pattersholz gestanden ist und über viele Generationen hinweg, also über 300 Jahre hinweg, Menschen genährt und ernährt hat. So, jetzt mache ich hier den Ton von unterwegs aus und spiele dann den ein, den ich heute früh zu Hause schon eingenommen habe. Ich lasse hier nur noch die Bilder mitlaufen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch heute ein bisschen was zeigen. Ich bin ja so auf der Suche nach meinen Ahnen, nach den Rupps und bin da auf eine Siedlung gestoßen, die zwischen Jahrsdorf und Pattersholz gelegen hat, der sogenannte Krähenhof oder Grauerhof. Da haben die Rupps fünf Generationen lang als Schäfer gelebt. Dieser Hof gehörte nicht zum Amt Hilpoltstein und auch nicht nach Bayern, sondern er gehörte der Stadt Nürnberg und war somit schon mal was Besonderes. Und die Menschen, die darauf lebten, die waren Geächtete. Die Rupps lebten da ungefähr vom Jahr, man kann es nicht so genau sagen. Die Ingrid Brommesberger hat es zwar in ihrer Chronik festgehalten, aber die Zahlen stimmen nicht. Sie ist auf 180 Jahre gekommen. Es sind weitaus mehr, denn sie sind schon ungefähr ums Jahr 1700 dorthin gekommen und haben dort wohl weit mehr als 200 Jahre lang gelebt. Es waren zwei Wohnhäuser, ein großer Stall und eben der Wald und das ganze Gebiet drumherum. Die Aufgabe war es, Schäfer zu sein. Ja, wie hat man sich das denn vorzustellen um 1700 herum? Da war der 30-jährige Krieg vorbei und es gab viel Ärger zwischen den Kaiserlichen aus Nürnberg und den Königlichen aus Bayern und den Städtischen aus dem Landadel und so weiter und so fort. Und ich lese ja nach wie vor in meinem Buch Heinrich der Werwolf. Also ihr hört es an meiner Stimme, ich bin noch nicht ganz gesund. Corona hatte mich ein zweites Mal gepackt und meine Stimme war jetzt eine Woche lang komplett weg. Jetzt kommt sie langsam wieder
Und ich kann also wieder in dem Buch lesen. Ich möchte euch da ein bisschen was vorlesen, denn es ist wie ein Déjà-vu. Das, was er da schreibt über diese Zeit, über dieses 17., 18. Jahrhundert, das ist eigentlich fast wie eine Beschreibung von heute. Also, Emma Loray schreibt zur Rolle der Hirten. Die Rups waren Hirten und Schäfer gewesen. Machen wir den Versuch des Konzentrats der Erklärungsversuche, die bisher vorgestellt wurden, in einem groben, holzschnittartigen Bild zusammenzufassen. Das klassische Instrumentarium der Weltdeutung hat eine kritische Zerfallsgrenze erreicht. Die Menschen leben, relativ unvorbereitet, in einer Übergangsphase. Das machen wir heute auch. Die sie gleichermaßen als inneres wie äußeres Chaos erfahren. Traditionelle moralische Prinzipien sind ebenso in Unordnung geraten wie herkömmliche Regeln des Wirtschaftens. Schuldgefühle und ökonomische Aggressivität existieren nebeneinander. Natur und Umwelt haben ihre Verlässlichkeit eingebüßt. Komplexe Veränderungen von kontinentalen Ausmaßen erscheinen als nicht mehr entschlüsselbar. In dieser neuen Unübersichtlichkeit sind die Menschen überfordert. Ängste, Ohnmachtsgefühle, eine kollektive Gereiztheit drängen nach Entspannung durch Handeln. Die Willkür der Obrigkeit entspricht die Gewaltbereitschaft der Bürger, die zugleich einem neuen Erziehungsideal unterworfen werden. Die Zügelung der altmodisch gewordenen Natürlichkeit, die als Wildheit in Verruf kommt, erzeugt gleichermaßen Selbsthass wie Fremdenhass, Krieg, Hunger, Mangel und psychische Verelendung. Und das alles zusammen sorgt mit den Praktiken eines magischen Weltbilds für eine drogierte und delirante Gesellschaft, in der die Grenzlinien zwischen Natürlichen und Übernatürlichen, zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen erlittenem Elend und selbstfabriziertem Albtraum, zwischen Nachricht und überbordende Fabuliererei verwischt sind. Was will er uns damit sagen, vor allem mit diesem Delirium? Ja, auf den Seiten zuvor beschreibt er, dass es eben gerade so gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges erneut zu Hexenverfolgungen kam. Also jeder hat jeden denunziert und tatsächlich berichteten auch Frauen wie Männer, dass sie nachts an Banketten und Gelagen und Tänzen und teilgenommen hätten und dass es gerade schön gewesen sei. Und man ging ja bisher eigentlich oft davon aus, dass dies ja rein auf Denunziantentum beruhte. Das war nicht so. Also die Zeit am Ende des Dreißigjährigen Krieges, so in den 1650er Jahren, war durch Naturkatastrophen geprägt. Es gab Sommer, in denen es geschneit hat. Sommer, in denen die Ernte verdorrt ist. Sommer, in denen das Korn verfault ist. Also eigentlich genau das, was wir jetzt erleben. Nur hat niemand gesagt, das ist eine künstlich gemachte Klimakatastrophe, sondern jeder hat gewusst, das ist ein natürlicher Wandel und Kreislauf. Und damals war es so, die Reichen und die Adligen haben natürlich dafür Sorge getragen, dass sie das bisschen gute Korn, das noch verwertbar war, bekamen. Und die arme Landbevölkerung, die hatte nichts. Die wollte auch Brot essen. Also hat man alles, was man an Kräutern und so weiter fand und Wurzeln, hat man ins Brot reingebacken, um dieses Brot strecken zu können. Und dabei ergab sich, dass Brot dann trunken machte. Warum? Weil in diesem Brot Sachen drin waren wie Giftlattich. Das sieht fast aus wie ein Salat. Eisenhut, also das nannte man gelber Wolf, Pappelrinde und so weiter und so fort. Sellerie, zum Beispiel die Blätter davon sind ein Aphrodisiakum, Kalmus und so weiter und vieles, Blutwurz, alles Mögliche hat man, Schafgarbe hat man mit reingetan, die praktisch ja, auch beruhigend wirkt, schmerzstillend wirkt. Tollkirsche war ganz oft eingebacken ins Brot und viele, viele Dinge, die narkotisierende und halluzinogene Wirkungen haben.
Es gibt Leute, die haben in den 60er Jahren, also Wissenschaftler, solche Brote nachgebacken. Und es gab auch Salben, mit denen man sich eingerieben hat, die also auch diese Wirkungen hatten. Und in diesen Studien, die man da gemacht hat, hieß es, nach einer Phase der Erregung folgt Schlaf. Und in diesem Schlaf, vor allem wenn da Nachtschattengewächse drin waren, in diesem Schlaf, der wirkt also einerseits schweißtreibend, aber der führt auch zu Träumen. Und da gibt es also zwei Wissenschaftler, die das nachgemacht haben. 1925 habe ich hier welche, aber ich habe noch einen, der Heinrich Fühner, der hat 1965 festgestellt, dass zum Beispiel diese Hexensalbe, also auch aus diesen Extrakten hergestellt, ihre Opfer nicht nur betäube, sondern dasselbe den ganzen schönen Traum von der Luftfahrt, vom festlichen Gelage, vom Tanz und der Liebe so sinnfällig erleben ließ, dass es nach dem Wiedererwachen von der Wirklichkeit des Geträumten, dass er davon überzeugt war. Die Hexensalbe stellte in dieser Weise ein Berauschungs- und Genussmittel des armen Volkes dar, dem kostspieligere Genüsse versagt waren. Das muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es eben noch einen Hans Biedermann, das ist der aus den 60er Jahren. Der schreibt, offenbar ist die Hexensalbe eine Emulsion mit psychotropen Inhaltsstoffen, eine von zahllosen, weltweit verbreiteten Kombinationen von Pflanzendrogen, die im parareligiösen Bereich eine Rolle spielten und zum Teil noch spielen. Denkbar ist, dass die Hexensalbe als Ersatz für brauchtumsmäßig tradierte Vegetationsfeste und im Verborgenen zelebrierte Rituale war und angewendet wurde, wenn eine reale Teilnahme daran aus äußerlichen oder persönlichen Gründen nicht möglich war. Der Rauschgiftmissbrauch der Gegenwart, nämlich die Reise im LSD-Rausch, ergibt nicht selten Parallelen zu den Berichten über die Hexenausfahrt in vergangenen Jahrhunderten. Das muss man sich mal vorstellen. Also es war mit diesen Salben, mit diesen Einreibungen möglich und es war mit den gebackenen Broten möglich und auch dem Bier, das man erwärmt hat und dem man auch noch solche Pflanzen beigemischt hat. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Schäfersfamilie zurück. Den Schäfern waren Herden ihrer Herrschaft anvertraut und sie hatten eigene Tiere. Und natürlich gab es unter solchen Herden auch Hungersnöte, Seuchen, Krankheiten und immer wieder starben Tiere. Und man hat den Schäfern immer nachgesagt, naja, es sind ja immer die Tiere der anderen, die euch anvertraut sind. Die sterben eure eigenen und die haben nie was, die überleben das immer. Dadurch sind solche Leute wie Schäfer, aus denen später Bader wurden, eigentlich immer verrufen gewesen. In Hilpoltstein ist es so, aus dieser Schäferfamilie Rupp, da haben sich zwei Zweige entwickelt. Da wurden die Bader-Familie Rupp, die bis zu meinem Opa, dem Zahnarzt, ging. Und einer der Urenkel meines Großvaters, also Sohn meiner Cousine, ist wieder Zahnarzt. Es geht also weiter. Und auf der anderen Seite ist da die Familie Bögel draußen entstanden. Die Familie Bögel, also heute bekannt, Tiefbauunternehmen Bögel. Das war eine der letzten Rupp-Töchter vom Kronhof, die dann einen Herrn Bögel geheiratet hat. Die haben diesen Kronhof nochmal, ich glaube, zwei oder drei Generationen lang bewirtschaftet. Und da stammt die Familie Bögel, das sind Bauunternehmer geworden. Auch das gehörte zu den Schäfern. Das waren oftmals Leute, die große Ahnung im Bauhandwerk hatten. Bei den Rupps sind ja nicht alle Bader geworden, sondern es waren auch viele Zimmermänner. Die Heuberger Rupps, da haben wir immer die Zimmermänner, Zimmergesellen. Und auch die Maurer mit dabei. Und diese Menschen waren in der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts noch ziemlich verpönt. Denn die hatten sehr viel Wissen. Die hatten Heilwissen, was ihre Tiere betraf. Die hatten Heilwissen, was Salben betraf. Also diese Hexensalben, die waren ja sehr begehrt. Und erinnern wir uns ans Burgfestspiel, wer ist da immer dabei? Da ist immer der Bader, der seine schwarze Salbe anbietet, die alles heilt. Das ist eine Hommage an diese Zeit. Und ich zeige euch heute den Wald, in denen diese Familie gelebt hat.
Ich lese hier noch ein bisschen aus dem Buch. Der Berufsstand der Hirten und Schäfer ist gleichfalls von solch widersprüchlichen Aspekten geprägt. Also vorher schreibt er noch, dass es eben bestimmte Berufe gab, die tabuisiert waren. Und dazu gehörten neben dem Schafrichter, der Müller, der Leineweber, der Schornsteinfeger, der Schinder, der Abdecker, der Bader, der Schäfer. Und die Hirten, die zählte man zu den unehrlichen Leuten, so hat man sie genannt. Die sind verfemt, gelten als verworfen und anrüchig. Man meidet den Umgang mit ihnen, deshalb haben die auf so Aussiedlerhöfen gewohnt. Sie sind entrechtet und leben als Ausgestoßene. Die Bildung von Zünften und Gemeinschaften ist ihnen versagt. Und sie sind damit ohne jeglichen rechtlichen abgesicherten Einfluss auf das Gemeinwesen. Für die Familienmitglieder des jeweiligen Berufsstandes hat das weitreichende Folgen. Schon im Geburtsregister wird die Unehrlichkeit der Nachkommenschaft festgeschrieben, was ihnen jeglichen Zugang zu den zünftigen Berufen und ehrbaren Handwerken verschließt. Und tatsächlich im Geburtenregister von Jahrsdorf, das sind also die Rups, die schon in Jahrsdorf siedeln, die werden als Hofriss, also als Hofeigentümer bezeichnet. Und die Schäfer aus Kronhof, da steht nur zum Beispiel Jörn Georg Rupp, Kronhof drin. Und Kronhof wird geschrieben wie mit C, mit Grauenhof oder Grauenhof sogar. Es geht vermutlich zurück auf Krähenhof, so wie Grauwinkel, auch Krähenwinkel damals noch genannt wurde. Also man sieht schon welche Plätze, die von Vögeln auf eine besondere Art und Weise gewürdigt werden, also irgendwie magische Plätze, Plätze, in denen es besondere Kräfte gilt, die werden wir uns heute anschauen, ob wir da noch irgendwas davon finden. Und während die Rups in Jahrsdorf schon, also Siedler waren, Hofeigentümer waren, die Rups in Heuberg später Gütler waren, also schon Besitzer, Zimmergesellen waren, waren die vom Kronhof einfach nur graue Hofer. Also man hat ihnen keinen Beruf zugesagt, man hat ihnen keinen Besitz zugesagt, denn der Kronhof gehörte ihnen ja nicht, das war ja Besitz der Stadt Nürnberg. Ja, zurück zu unserem Buch. Also die sind schon im Geburtsregister, sind schon diese Leute ein bisschen diffamiert worden. In dieser Tabuisierung, schreibt Elmar Lorey, zeigt sich zugleich eine seltsame Mischung aus Abscheu und ehrfürchtiger Scheu. Die Ambivalenz, mit der man den Vertretern dieser Berufe begegnet, lässt sich beispielhaft am Beruf des Baders oder des Scharfrichters beobachten. Bei dem akuten und allgemeinen Mangel an ärztlicher Versorgung erwerben sich gerade die Scharfrichter im Umgang mit ihren Opfern bemerkenswerte anatomische und allgemein medizinische Kenntnisse. Als Folterspezialisten sind sie dazu angehalten, die Opfer nach einem Folterdurchgang so weit wiederherzustellen, dass sie für eine weitere schmerzliche Prozedur zur Verfügung stehen. Sie betreiben gewissermaßen praktische medizinische Forschung zur Lebensverlängerung im Interesse erneuter Strafmaßnahmen. Neben den Badern sind sie längst zu den heimlichen Ärzten in Städten und Dörfern aufgestiegen. Jetzt machen wir da weiter, wo ich vorhin angefangen habe. Der Berufsstand der Hirten und Schäfer ist gleichfalls von solch widersprüchlichen Aspekten geprägt. Zu ihrem Berufs- und Lebensbild tritt allerdings eine Besonderheit hinzu, die etwas von den Klüften der neuzeitlichen Feudalgesellschaft sichtbar macht, angeregt von der bukolischen Dichtung spätantiker Schriftsteller wie Theokrit und Vergil, die man zum Ende des Mittelalters wieder zu entdecken beginnt, tauchen die Dichter in Renaissance, Barock und Rokoko das Leben der Hirten und Schäfer in ein verklärendes Licht. Ich zeige euch hier ein Bild. In der höfischen Dichtung, in Hirtendrama, Schäferspiel und Schäferlied spiegelt sich die Sehnsucht nach einem friedlichen, goldenen Zeitalter, denn das hatten die Hirten. Die lebten nicht in der Stadt, die waren nicht ständig der Beobachtung durch die anderen ausgesetzt und die lebten ihr eigenes Leben. Sie lebten also in einem friedlich-goldenen Zeitalter, das in weite Ferne gerückt zu sein scheint.
Von den Schlössern bis in die besseren Gutshöfe hinab spielt man in den possierlichsten Verkleidungen das idealisierte Leben der Hirten nach oder vielmehr das, was man dafür hält. Die Wirklichkeit dieser sozialen Randgruppe sieht nämlich ganz anders aus. Die Hirten und Schäfer sind unter den Ärmsten die Niedrigsten. Sie sind weder Bürger noch Knechte. Was sie sind, fragen die Leute, sie sind nichts. Eine der Ursachen für die gesellschaftliche Abwehr liegt in einer vagen Erinnerung der Menschen. In spätgermanischer Zeit waren vorwiegend Sklaven und Unfreie mit dem Hüten der Herden betraut. In den Einrichtungen der Selbstverteidigung, den Heer- und Bürgerbannen, den fünften aufgeteilten militärischen Gliederungen der Staatsbürger sind sie ausgeschlossen. Und das erweckt natürlich Neid. Im Hirten sieht man den typischen Berufsstand der Hehler, der Diebe und Tiervertauscher, die stets ihre eigenen Tiere unter die der Herrschaft schmuggeln. Nie geht etwas von ihrem eigenen Vieh zugrunde, sagen die Leute. Wenn Tiere aus der Herde umkommen, so sind es stets solche aus dem Besitz der Herrschaft oder der Dorfgemeinschaft, die den Hirten angestellt hat. Als kultureller Nachfolger hat er einst den Lehrer abgelöst. Nun hat auch ihn die Zeit überholt. Und er ist zum Sonderlehrer geworden. Einer der tieferen Gründe für die Tabuisierung des Hirtenberufs liegt jedoch in seiner Nähe zur Todesfindung. Altersschwache, kranke oder gestorbene Tiere kann er nur selten dem gleichfalls unreinen Gewerbe des Abdeckers überlassen. Er muss sich unmittelbar und selbst um die Verwertung der Häute und um die Beseitigung der Kadaver kümmern. Jetzt erinnern wir uns, der liebt ja seine Herde. Jetzt sterben diese Tiere. Er muss sie verwerten. So teilt er die Ächtung, die man denen entgegenbringt, die in der Nähe des Todes arbeiten. Ganz folgerichtig üben beispielsweise in Böhmen viele Hirten zugleich auch das Amt des Scharfrichters aus. Die zwiespältige Einstellung zu diesem Berufsstand lässt sich bis in die frühen Kulturen zurückverfolgen. In der ägyptischen Gesellschaft waren die Hirten ursprünglich hoch geehrt. In der Spätzeit jedoch gehören sie auch dort zu den verachteten Ständen, denen die Heirat mit ägyptischen Frauen verwehrt ist. Die sumerische Kultur preist die Götter selbst als Hirten. Oder denken wir an die Griechen, Pan. Ja? Elit bedeutet so viel wie Hirte der Menschen. In den Nomadenkulturen steht der Hirte für Wachsamkeit, Tapferkeit und hingebungsvolle Wartung. Im Alten Testament, das sich aus Quellen der Nomadenkultur wie aus solchen der Kultur der Sesshaften speist, setzt sich eine ambivalente Haltung durch. Abel und Kain, zwei Welten, zwei verschiedene Menschenarten, die sich verabscheuen, stets bereit sind, übereinander herzufallen. Die Hirten gelten als nahezu Unberührbare. Die Vertreter der führenden gesellschaftlichen Schicht werden zwar Hirten genannt, aber das kennzeichnet eher ihre Niedrigkeit gegenüber dem Bundesgott. Hier wird zitiert aus der Bibel, 6 Richter, Jeremias 2,8. Ich habe dich von der Weide hinter der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel werdest. Aus 2 Samuel 7,8. Wenn die Hirten versagen, dann nimmt Gott als oberster Hirte und Besitzer sich selbst wieder der Herde an. So steht es in Jeremias. Im Spätjudentum verdüstert sich das Bild vom Hirten und er ist vom gerichtlichen Zeugnis ausgeschlossen. Die Hirten der Weihnachtsgeschichte sind die Repräsentanten der niedersten Schicht. Gerade deshalb, so wollen es die neutestamentlichen Autoren, bemerken sie als Erste die Ankunft des Erlösers, denn er wird sogar der Erlöser der Niedrigsten sein. In den Dionysos-Mysterien des Altertums nennt man den tieropfernden Priester Bukolos, die griechische Bezeichnung für Rinderhirt. Auf diesem Hintergrund geben sich auch Fürsten wie der Großkönig Agamemnon den Beinamen Völkerhirte. Von dem trojanischen Prinzen Paris ist überliefert, dass er höchst selbst die königlichen Herden weidet und der ägyptische Pharao trägt den Beinamen Hirte des Landes und Erhalter des Volkes. Die Tabuisierung
von Berufen und Tätigkeiten findet sich auch außerhalb Europas, vorzugsweise dort, wo mehrere Kulturen, Religionen und Kulte zusammenstoßen, einander überlagern und miteinander im Streit liegen. Hier ist der mythisch-religiöse Grund für die Ächtung des Hirten zu suchen. Vermutlich ist sie in seiner frühen rituellen und magischen Rolle begründet, in der priesterliche Funktionen dessen, der die Tiere nach überliefertem Ritual zu töten und zu opfern hatte. Da gerade die christlichen Kirchen zentrale Aussagen ihrer Botschaft mit dem Bild des Hirten verbinden und ihre hervorragendsten Vertreter ausgerechnet das Hirtenamt für sich reklamieren, kommt es zu einem verborgenen Kampf um die Herrschaft über dieses Urbild menschlicher Weltaneignung zur Tabuisierung des Berufsstandes. So, das ist also dieses Ambivalente. Der Hirte ist Hüter der Herde, der Gemeinschaft, bewahrt den Wohlstand, vermehrt ihn, schützt die Herde vor dem Wolf, dem Bären, dem Auerochsen, den Krankheiten, dem Wind und Wetter. Und gleichzeitig ist sein Stand der niedrigste. Er ist von allen Bürgerrechten ausgeschlossen. Er darf auch nicht heiraten, wen er will. Er darf keine Ämter ausüben und er bekommt ja kein Geld für seine Arbeit. Er darf wohnen in dem Haus, das ihm nicht gehört, wo er darauf angewiesen ist, dass das der Besitzer, also sprich die Kaiserlichen aus Nürnberg, irgendwann mal reparieren, wenn das Dach undicht geworden ist oder so. Und zugleich ist er der Hüter großen Wissens, denn mit seinen Tieren zu leben heißt auch, diese Tiere heilen zu können, zu wissen, wann brauchen die was, wie kriege ich die Lämmlein groß und so weiter und so fort. Und das alles spiegelt sich in dem Bild vom Kronhof wieder, den man also ausgesiedelt hat, weg von Jasdorf, weg von Mindorf, weg von Weinsfeld, irgendwo dazwischen drin geächtet, in den Geburtsregistern eingetragen, schon als Kinder vom Kronhof und nicht mit den Titeln der Bürgerrechte ihrer Eltern. Ja, und doch haben sich daraus große Familien entwickelt. Die Familie Bögel, wissen wir heute alle, wer es ist, und die Familie Rupp. Und ursprünglich hergekommen sind die Rupps aus einer Gegend, wo sie schon tatsächlich als Richter tätig gewesen sind und haben dann dort gesiedelt und sich über das ganze Hilbertsteiner Gebiet ausgebreitet. Waren dort auch in der Stadt als Bader, wo die heutige Badergasse ist, tätig. Auch da gibt es viele Nachweise meiner Familie. Ja, und jetzt schaue ich mir also heute Kronhof an. Von der Karte fahren, ich glaube, 1604 ist sie, ist der Kronhof eingezeichnet mit zwei Wohnhäusern und einem wahrscheinlich Stall. Spannend, daneben ist ein Wald eingezeichnet, der mit großen megalithischen Anlagen und Steinen eingegrenzt zu sein scheint. Das Bild dazu blende ich euch hier ein und jetzt gehe ich dann gleich mal auf die Suche, ob ich denn da was im Lidar-Scan finde. Und ja, heute Nachmittag werde ich hinfahren. Ich wollte eigentlich mit dem Radl fahren, aber da ich noch nicht ganz gesund bin, verzichte ich drauf, fahre mit dem Auto hin und laufe dann das Stückchen dorthin. Ja, ein paar letzte Worte noch aus diesem Buch Heinrich der Werwolf von Elmar Duray. Die Heiler und Zauberer. Neben dem tiefsitzenden und über Generationen eingewurzelten Vorurteil gibt es im 16. und 17. Jahrhundert weitere Gründe, die den Beruf des Hirten ins Zwielicht bringen. Was er tut, gehört nicht nur zur schlechtest bezahlten Arbeit, welche die dörfliche Gemeinschaft zu vergeben hat. Der alte Ruf seiner magischen und heilkünstlerischen Fähigkeiten kommt nunmehr ins Gerede, was gerade in der Zeit der Hexenverfolgung neue Nahrung erhält. Zahlreiche Frauen, die als Hexen angeklagt sind, bezeichnen Hirten oder Schäfer als ihre Lehrmeister. Neben den Waisenfrauen gehört nämlich auch dieser Berufsstand zu den Bewahrern und Überlieferern
des alten volksmedizinischen Wissens, bei dem auch Paracelsus in die Schule geht. Es ist die vorwiegend männliche Randgruppe aus Hirten, Schäfern, Abdeckern, Scharfrichtern, die sich von Berufswegen mit der magischen Bekämpfung von Krankheiten beschäftigte, mit magisch besetzten Teilen menschlicher und tierischer Körper umging. So schreibt Labovie 1990. Vorzüglich sind es Schäfer, die für kluge, arzneikundige Männer gelten, führt dahin auch andere Hirten und Jäger. Als Jakob Grimm in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Lesern seiner deutschen Mythologie diese Mitteilung macht, ist es die sich neu entwickelnde naturwissenschaftliche Medizin, die dieses alte Wissen gerade zum Aberglauben erklärt und in den Untergrund abdrängt. Ihr Konzept von selbstheilenden Kräften, wie man heute sagen würde, gerät damit fürs Erste in Vergessenheit. Ja, und genau da sind wir heute. Die neue Medizin heißt Technologie oder heißt Hochtechnologie. Und in Vergessenheit geraten soll all das, was wir jetzt jahrhundertelang erprobt und propagiert haben. Und der Technologie werden alle Opfer gebracht, sogar finanziell. Jetzt ist die Silicon Valley Bank zusammengebrochen. Diese Bank hatte eigentlich so gut wie kein Startkapital, kein eigenes Kapital. Aber sie hat Start-up-Unternehmen, deren weiterer Verlauf oder Erfolg oder auch Misserfolg überhaupt nicht klar war, einfach so aus dem Blauen heraus finanziert. Und natürlich wird es für diese Banken einen Rettungsschirm geben. Und natürlich gerät dadurch diese Inflation, die wir jetzt überall haben, eigentlich in Vergessenheit, weil wir mal wieder wie bei der Lehman Brothers Pleite, die ja auch damals Immobilien finanziert hat, die nicht wertgedeckt waren, so wird auch diese Bank für ein Erdbeben sorgen, hat sie gestern schon an den Börsen. Gleichzeitig haben wir einen völlig irrsinnigen, sinnlosen, schrecklichen Krieg in der Ukraine, der lieber heute als morgen beendet werden müsste, weil er seine Schatten auch zu uns rüberwirft. Ja, und jetzt gehen wir eben zurück an den Grauer Hof, wo die Menschen lebten, denen man keine Bürgerrechte zugestand, aus denen heraus sich aber wirklich tolle Leute entwickelt haben. Ja, und Leute, die auch das Gräuel der späteren Jahrhunderte, die auch von Kriegen geprägt waren, gut überstanden haben. Ich hoffe, euch gefällt mein kleiner Spaziergang. Bis bald, eure Ruppi.